Jetzt geht es los. Jetzt beginnt gleich. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Fest. Ganz besonders begrüßen aber darf ich an dieser Stelle Chappa Nivang, der hier auf unserer Seite steht, unser Indianer. Ebenso wie seine Frau, die wir im Moment hier noch nicht sehen. Sie ist vor ihrem Tipi, genau, und die werden wir da auch kennenlernen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. So, wir möchten gerne das wunderschöne Wetter noch ausnutzen und unsere Rede soll auch gar nicht so lang sein, sondern ich möchte nur kurz erklären, weil das doch noch ein bisschen durcheinander gibt, wie wir heute verfahren. Und jetzt würde ich euch bitten, hier mal etwas zuzuhören. So, bei unseren Spielen gleich gibt es für jedes Schulkind diese Feder mit Band. Unsere Kinder haben die. Alle weiteren Kinder, die zu Besuch sind, Gastkinder sozusagen, können so eine Federkarte vorne beim Wertmarkenstand für 1 Euro erwerben und auch unsere Spiele mitmachen. An dieses Band kommt gleich an jedem Stand eine Perle. Und wenn das, wenn die Kette 10... 12. 10. So, wenn die Kette, jetzt halt mal ruhig, wenn die Kette 10 Perlen hat, haben wir nämlich so festgelegt, 10 Perlen ist okay, wenn die Kette 10 Perlen hat, dürft ihr dieses Kärtchen abschneiden, das machen wir vorne bei uns wieder am Wertmarkenstand und dann kommt ihr in die große Trommel rein und wenn ihr ganz viel Glück habt, dann könnt ihr auch was gewinnen. Was, verraten wir noch nicht, aber sind schöne Preise dabei. So, an dieser Stelle heißt es aber auch,
Danke zu sagen. Danke zunächst einmal. Danke zunächst einmal an alle Mitwirkenden, an den Förderverein, der uns hier stark unterstützt, an alle Eltern, die hier mitgeholfen haben. Ein ganz besonderes Danke aber gilt meinen Kolleginnen und meinem Stellvertreter, die hier alle sehr viel Arbeit investiert haben, um das heute zu einem schönen Tag werden zu lassen. Und ich denke, das wird es auch. So, eigentlich bin ich hier mit dem Wichtigsten schon mal fertig. Zwischendurch wird auch Familie Egermann uns noch einmal hier musikalisch erfreuen. Und für Sie ebenfalls ein Danke, Frau Egermann, Herr Egermann, für Chorarbeit und Mitarbeit. Und ansonsten, ja, werden wir gleich an die Spielstände gehen. Aber zuvor gibt es noch einen Punkt. Da ist nämlich die Frau Fronzek, die noch auf uns warten. Und ich würde gerne die Mitarbeiterinnen, die sich jetzt bereit erklären, dafür überreichen. Ganz eng zusammen. Und ich freue mich, dass die Geistschule sich auf diesen Weg gemacht hat und mit einsteigen will in das Netzwerk der gesunden Schulen. Hier in Hamm haben wir jetzt 13 Schulen, die diesen Weg gehen wollen. Und dazu wünsche ich der Projektgruppe, der Schulleitung und allen Kindern und Eltern viel Erfolg. Machen Sie sich auf den Weg. Wir werden Sie unterstützen. Heute gibt es feierlich diese Urkunde und demnächst auch Projektgelder zur Unterstützung von Aktivitäten an dieser Schule. Viel Glück und viel Erfolg. So, bevor wir jetzt an die Spielstände gehen, hat Chapaniva für uns noch. Erstmal herzlich willkommen, Hoka He. Wie jeden Morgen singen wir unser Lied, und zwar Barfuß im Gras. Komm mal. Uns gehört nicht die Sonne, uns gehört nicht der Mond, uns gehört nicht die Erde, auch wenn ihr darauf wohnt. Uns gehört nur die Liebe zu allem, was lebt, was läuft oder fliegt, was winkt oder schwebt. Sonne und Regen, Barfuß im Gras, spielen wir Kinder, das macht uns Spaß. Sonne und Regen, Barfuß im Gras, spielen wir Kinder, das macht uns Spaß. Uns gehört nicht die Steine, uns gehört nicht die Luft, uns gehört nicht die Blumen, ihre Farben, ihre Duft. Uns gehört nur die Liebe zu allem, was lebt, was säuft oder kriecht, was schwimmt oder schwebt. Sonne und Regen, Barfuß im Gras, spielende Kinder, das macht uns Spaß. Sonne und Regen, Barfuß im Gras, spielende Kinder, das macht uns Spaß. Uns gehören nicht die Bisons, die Bären oder das Reh, die Adlerspechte, die Falken, die Otter, die Fische im See. Uns gehört nur die Liebe zu allem, was lebt, was läuft oder kriecht, was schwimmt oder schwebt. Sonne und Regen, Barfuß im Gras, spielende Kinder, das macht uns Spaß. Sonne und Regen, Barfuß im Gras,
Spielen mit Kindern, das macht uns Spaß. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Damit wir bis heute Abend auch das Wetter halten, was müssen wir da machen? Ja! Okay, 1, 2, 3. Wende ja ho, wende ja ho, wende ja, wende ja, ho 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 ho. Gemerkt habt, wir haben alle vier Himmelsrichtungen gemacht, keine vergessen. Ich wünsche viel Vergnügen. Das mal ab an den Seiten. Alles klar.